So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Mischung. Wir haben neuer, erster, schönen Abend, schon wieder dunkel. Und ja, wir haben hier noch eine kleine Mischung. Wir haben eine Wunderwuzzi, ein paar Retro-Böller, ein paar Heuler, Flashbang sind dabei, einen echten Flashbang. Richtig fett hier noch eine Crying Wolf, Gold und ein paar Kubis. Ich wünsche ganz viel Spaß bei der Mischung und ich würde sagen, nach dem Cut geht's direkt los mit den Retro-Böllern. Viel Spaß! So Leute, jetzt gibt es hier die Retro-Böller, ein ganzes Vierer-Pack von hier. Oh, da war so mittel. Das Packung geht doch irgendwie immer relativ schlecht auf den Teil. Den nehmen wir gleich mit. Das ist verständlich. So, die anderen auch noch hinterher. Jawohl. Das sind nicht die besten Böller, aber ja, kann man mal machen, aber ist nichts Besonderes. Ja, dann geht's hier weiter mit den Funkeheulern. Die Dinger machen echt Spaß. Einfach geil, die Teile. So weit wie die fliegen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit denen von Lidl an. Das ist der neuere Nico Flashbang. Das ist der neue Nico Europe Flashbang tatsächlich. Und ja, dann lasst euch nicht bitten und zündet gerne los. Jetzt wie viele? Hintereinander oder? Könnt ihr euch einfach aussuchen. Macht, wie ihr Lust habt. Das ist einfach eine entspannte Mischung, da geht alles ein bisschen entspannter ab. Ich würde sagen, wir finden ja mal ein richtiges Aufschlag. Den einzelnen und den Flashbang von Nico gleich hinterher. Direkter Vergleich. Schon. Also ich finde auch für 290 sind die Dinger echt in Ordnung. Ja. Soll ich erstmal die Folie von abmachen? Ja, genau, die Wunderwurzel hätte ich jetzt auch gesagt. Schöne Container. Na dann hau das Teil hier mal ein bisschen weg von dem anderen Feuerwerk und dann hau das Teil hier mal direkt an. Ab geht's. Ich finde echt ein Top-Teil für 2 Euro. Ja. Ja, dann würde ich mal sagen, ein paar Kubis können wir auch, könnt ihr auch mal hintereinander weghauen, wenn wir sie nehmen. Charge 2017. Wir nehmen den Müll auch wieder mit, Jungs. Ja. Immer den Müll mitnehmen, wenn ihr böllern geht. Nicht, dass es das jetzt hier so aussieht. Nur weil wir das hier so lässig fürs Video hinschmeißen, heißt das nicht, dass da nicht der Müllsack liegt. Genau, hier zum Beweis, der Müllsack. Ja. Warte mal, wir können hier hinstellen. Ja, genau. Schon mal vorbereitet. Einen kann ich aber mitzünden. Fange ich hier schon mal einmal an, dann haben wir einmal einen einzeln gesehen. Hohoho. Der war geil. Also ich hatte letztens welche, die waren relativ schlecht, aber kann sein, dass das wieder abhängig ist von der Packung. Jo, los? Ja. Ja. Thank you.
ein schönes Wasser. Jawohl, der letzte war nochmal richtig gut. Und ja, dann kommen wir schon zu dem Vorfinale, der Leslie Gold. Ja. Die Packung machen wir gleich auf. Die Packung machen wir gleich auf, dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist die Leslie Gold. Ich glaube, die ist so halb umgefallen, oder? Da hinten gehen auch noch Bouquets hoch. Da hinten in der Ferne, genau, da wurde gerade auch noch schön geballert. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder zum Finale. So Leute, jetzt hier die Crying Wolf Finale von der Zündeltour hier. Los geht's. Richtig geiles Teil und gönnt euch den Schall in der Location. Einfach nur geil. Kommen wir nochmal mit, wir gehen nochmal zur Batterie hin. Ja, ich hoffe, euch hat die kleine Mischung hier natürlich gefallen. Kleine Anführungszeichen natürlich. Mir hat sie persönlich sehr Spaß gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.